Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Ich finde, es ist mal wieder Zeit für eine Motivtorte. Ich glaube, die letzte große Motivtorte war tatsächlich die Harry Potter Torte. Und jetzt für den Sommer habe ich mir gedacht, was mache ich denn da? Im Sommer backe ich eigentlich nicht so gerne Motivtorten, denn bei uns gibt es da irgendwie keinen Anlass. Ich habe zwar im August Geburtstag, aber ich backe mir ja nicht selber eine Motivtorte. Und die Kinder haben alle im Winter und Murat im Herbst. Also gibt es heute trotzdem einfach außerhalb der Reihe mal eine Motivtorte. Ich habe was gesehen und zwar Kawaii. Das heißt auf Japanisch süß und es gibt auch diese speziellen Zeichnungen. Samira zeichnet es auch immer ganz gerne. Also so eine Ananas, die süß aussieht oder eine Wassermelone mit so kleinen Augen dran. Und es ist irgendwie so eine ganz eigene Kunst. Und ich dachte mir, ich nehme das jetzt als Inspiration und backe eine Kawaii-Motivtorte. Als Motiv habe ich mir eine Ananas ausgesucht. Diese Ananas, die backe ich jetzt mit Augen dran und ich glaube, das ist dann eine ziemlich süße Motivtorte, die man zum Geburtstag verschenken kann oder auch einfach mal, wenn man eine Sommer-Hawaii-Party schmeißt, vielleicht sogar eine Pool-Party, wenn man einen Pool hat und dann kann man diese Motivtorte backen. So stelle ich es mir zumindest mal vor. Oder einfach so, wenn man Lust drauf hat und weil man es süß findet. Also die Ananas stelle ich jetzt hier hin, denn die sieht süß aus. Ja. Man sieht sie nicht. Die Ananas stelle ich jetzt hier rein. Ich lege sie rein. So. Perfekt. Ja, hier, Hawaii, Kawaii. Ich glaube, ich weiß nicht, woher der Name kommt. Jedenfalls backe ich jetzt, ich habe eine Umfrage gemacht, ob ihr Ananas und Kokos mögt, also so Pina Colada. Denn jetzt werde ich eine Pina Colada Torte backen. Wenn ihr sagt, ich bin da nicht so der Fan davon, dann macht doch einfach einen Schokoboden zum Beispiel, eine Schokocreme. Da gibt es ja schon bereits ganz viele Rezepte auf meinem Kanal. Dann könnt ihr die Torte trotzdem backen, aber mit anderem Inhalt. Ich brauche für den Teig 6 Eier, die sind bereits zimmerwarm, eine Prise Salz, 300 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt, jeweils 300 Gramm Sonnenblumenöl und Buttermilch. 450 Gramm Mehl, 200 Gramm Kokosraspeln und ein Päckchen Backpulver. Das sind 3 Teelöffel. Ich nehme jetzt erst die Eier, die kommen in die Rührschüssel, gemeinsam mit dem Zucker und Salz. Und Vanilleextrakt. Es neigt sich dem Ende zu. Und dann verrührt ihr die Masse für etwa 5 bis 7 Minuten, bis sie schön weißcremig ist. Guckt euch das an. So schön cremig gerührt. Hier habe ich jetzt schon 2 Backringe auf 18 cm Durchmesser eingestellt und mit Backpapier eingeschlagen, denn das ist ein sehr flüssiger Teig. Und 18 cm deswegen, weil die Torte schön hoch werden soll. Und was wollte ich noch? Und 2 Ringe deswegen, weil einfach das viel Masse ist und ich habe eine kürzere Backzeit und er backt eben auch gleichmäßiger. Daher die 2 Ringe. Jetzt könnt ihr die 2 Flüssigkeiten hier dazu geben. Öl und Buttermilch. Statt Buttermilch könnt ihr auch, wenn jetzt keine Kinder mitessen und ihr nichts dagegen habt, könnt ihr auch zum Beispiel Batida de Coco dazugeben, also so ein bisschen Kokoslikör. Buttermilch macht den Teig einfach so mega, mega saftig. Die Zutaten rühre ich kurz ein. Und dann kommen schon die trockenen dazu. Und wenn ihr den Kokosgeschmack verstärken wollt, könnt ihr die Kokosraspeln auch in der Pfanne ein bisschen rösten. Ich lasse jetzt allerdings so, denn so schmeckt es auch schon sehr gut. So hat man einfach nochmal so ein Röstaroma mit drin. Mehl und Backpulver. Und jetzt nur noch so lange verrühren, bis sich alles gut verbunden hat. Der Teig sieht einfach so gut aus. Und jetzt teile ich den hier auf und fülle ihn ein. Jetzt dürft ihr den Teig gern so ein bisschen am Rand hochstreichen. So geht er noch gleichmäßiger auf. Und dann wird er schon gebacken. Ich fühle mich auch die Ananas im Hintergrund. Okay.
Guckt mal, wie perfekt der Kuchen jetzt einfach aussieht. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht. Das bedeutet, ihr nehmt einen Zahnstocher, stecht in die Mitte des Teiges, also am Backofen des Kuchens, nicht des Teiges, denn jetzt ist es kein Teig mehr. Und wenn dann nichts mehr dran kleben bleibt, ist er fertig. Da war jetzt noch ein Krümel dran, aber das war okay, es war nichts Feuchtes mehr dran. So lasse ich den jetzt abkühlen und werde in der Zwischenzeit mich schon mal um die Ananas kümmern. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ein Ananas-Curd, so wie Lemon-Curd, Ananas-Curd. Mmh. Und hier lege ich einfach ein Tuch drauf, dann kann es schön abkühlen. Und nach dem Abkühlen kommt es nochmal in den Kühlschrank, denn Kühlschrank, kalter Kuchen, lässt sich einfach viel besser schneiden. Für das Ananas-Curd nehme ich jetzt eine Ananas, zwei Eier, hier habe ich noch etwas Zucker, Stärke und Butter. Die genauen Mengen schreibe ich euch dann einfach in die App bzw. in den Blog, denn ich weiß noch nicht, ob sie passen. Ich probiere es einfach aus. Eine Ananas erkennt, also die Reife der Ananas erkennt ihr übrigens daran, ihr geht zum Supermarkt oder zum Wochenmarkt. Meistens sind sie ja schon essreif und werden auch reif angeboten, aber ihr könnt mal schauen, denn manche brauchen einfach noch mal ein, zwei Tage. Und dann nehmt ihr hier oben diese Blätter und wenn die sich leicht lösen lassen, dann ist die Ananas reif. Also gerade so die in der Mitte. Ich will jetzt nicht alle rausziehen, weil ich die Ananas so schön finde. Vielleicht brauchen wir die später fürs Foto noch. Und daran erkennt ihr es. Ja. Das ist jetzt eine recht kleine. Und ich nehme jetzt hier den Deckel weg. Und jetzt könnt ihr sie entweder mit dem Messer einfach schälen oder ihr nehmt einen Ananasschneider. Was ich ganz praktisch finde, vor allem, weil bei uns die Ella total gerne Ananas isst. Dann kann man das nämlich hier so reindrehen. Und entweder hört ihr dann früher auf zu drehen und könnt dann das noch als Gefäß benutzen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Denn da gieße ich dann einfach Wasser rein und dann kann die Ella mit dem Strohhalm draus trinken. Ihr seht, jetzt ist da auch noch ein bisschen Ananas drin, aber wie gesagt, das passt. Und die Mitte hier, die könnt ihr auch nehmen. Das schneide ich jetzt mit einem Messer raus, denn da stecken auch ganz, ganz viele Vitamine drin. Die meisten essen es nur nicht, weil der Strunk einfach ja, so ein bisschen holzig auch ist von der Textur her. Aber wie gesagt, hier im Ananas-Curd macht mir das gar nichts oder in einem Smoothie. So, wie gesagt, das lasse ich jetzt für die Ella und die Samira. Zerkleinern muss ich es jetzt gar nicht, denn ich werde es direkt pürieren. Ich wiege es mir jetzt nur kurz ab, dann kann ich euch direkt die Ananasmenge perfekt aufschreiben. Hier habe ich noch was übrig vom letzten Mal. Ich gebe jetzt hier einfach noch die Eier mit rein, denn dann muss ich nichts klümpchenfrei verrühren, sondern kann direkt alles so vermischen. Außer die Butter, die kommt zum Schluss dazu. Und jetzt alles fein pürieren. Strom. Stromverbraucher. Jetzt kommt die Mischung in einen Topf und dann könnt ihr sie bei mittelhoher Hitze unter ständigem Rühren einmal kurz aufkochen lassen. Und ein Lemon Curd ist auch super lecker und das ist zum einen eine richtig leckere Tortenfüllung oder ihr könnt damit auch Quark verrühren oder das Ganze wie so eine Art Marmelade auf Brot genießen. Also echt mega lecker, das mache ich total gerne. Hätte ich etwa einen größeren Topf nehmen sollen? Nehmt einen größeren Topf bitte. Ich spreche aus Erfahrung, aber ich lerne nicht draus. Egal. Wackhäusel ist stabil, Junge. Arbeitsamtskonto bewiesen. Yeah. Oh mein Gott,
Wer kennt Teddy? Bitte stellt mich Teddy vor. Ich will mit Teddy backen. Ja. Aber dann muss er einmal für mich den Freddie Mercury machen. Ich liebe das Video. Sogar Samira und Ella feiern ihn. Teddy, bitte komm und backe mit mir. Ich backe dir auch was. Und koche was. Bis das hier warm wird, kann ich ja schon mal den Mixer reinigen. Und zwar reinige ich so einen Blender immer, etwas Spülmittel rein. Bei mir jetzt noch einen Spritzer Essig, da ich Eier noch drin hatte. Und Wasser und dann mixen. Und dann wird der Blender schon von alleine sauber. Vergesst aber nicht zu rühren. Habe ich gestern den Essig wieder leer gemacht. Natürlich. Ich bin echt, also... Ich glaube, ich muss mal meine Nase irgendwie... Ich rieche einfach dieses Ei. Ich kann das nicht. Und dann muss ich immer Essig bzw. Essig-Essenz benutzen, um den Geruch zu neutralisieren. Jetzt ist die Masse aufgekocht. Guckt mal, und auch eingedickt. Perfekt. Und jetzt, normalerweise würde ich sie noch durch ein Sieb streichen, aber ich muss sagen, ich habe sie jetzt sowieso püriert. Daher streiche ich sie jetzt nicht mehr durch. Aber wenn ihr die Ananas nicht so ganz fein bekommt und die Eier danach erst dazugebt, mit der Stärke auf jeden Fall durchsieben, damit eben keine Klümpchen entstehen, okay? Jetzt hier umfüllen, damit es eben auch schnell abkühlen kann. Wir müssen die jetzt auch probieren, Josh. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Echt? Ja. Nie mit Ananas? Nein. Oh. Ich kannte immer nur so Lemon Curd. Jetzt dachte ich, wie kriege ich die Ananasfüllung in die Torte, mache eine Fruchteinlage. Und irgendwie kam so Ananas Curd. Und jetzt die kalte Butter dazu. Dadurch kühlt das Ganze natürlich auch nochmal schnell ab. Und dann füllt ihr es am besten in Marmeladengläser ab. Und durchs Abkühlen wird es natürlich auch von der Konsistenz her fester. Es ist jetzt nicht so lange haltbar wie Marmelade. Zum einen, weil ich wirklich wenig Zucker drin habe. Und zum anderen natürlich auch wegen den Eiern und der Butter. Also so eine Woche im Kühlschrank geht auf jeden Fall. Aber länger solltet ihr es nicht aufbewahren. Okay, ich hole mal kurz zwei Löffel. Und ich bin Fan davon, dass die Füllung jetzt hoffentlich nicht zu süß ist. Damit die Torte ausgleicht, geschmacklich. Vorsicht, heiß. Gut. Und durch das Erhitzen passiert auch Folgendes. Wenn ihr jetzt Ananas mit Joghurt vermischt, dann wird es bitter. Also auch Ananas im Müsli zum Beispiel wird bitter. Oder Smoothie mit Ananas und Milch wird bitter, weil einfach Ananas ein Enzym hat, was eben mit Milch oder mit Milchprodukten reagiert und dann wird dieser bittere Geschmack hervorgerufen. Aber durchs Erhitzen geht es kaputt und jetzt kann ich diese Torte ganz, wie ich möchte, zum Beispiel auch mit Quark vermischen, also diese Masse. Und dann habt ihr das eben nicht mehr. Also erhitzen und dann geht es kaputt. Ist auch bei Kiwi so oder bei Ananas aus der Dose. Nur so als Fakt. Zwischendurch. Ich weiß. So, ich fülle es jetzt um. Und dann darf es abkühlen und dann kümmere ich mich eigentlich schon um die Creme. Hier habe ich die Zutaten für die Buttercreme. Ich mache jetzt eine Swiss Meringue Buttercreme. Ihr könnt auch eine italienische Buttercreme machen oder eine französische Buttercreme. Ich mache das jetzt hier als Eiweißresteverwertung, weil ich einfach noch ganz viel übrig hatte. Ich verwende dafür Eiweiß, Zucker, Salz. Hier habe ich noch etwas Kokoscreme, Butter und Puderzucker. Bei der Kokoscreme habe ich es einfach so gemacht. Ich habe eine Dose Kokosmilch verwendet, nicht geschüttelt, denn da setzt sich ja dieser fettige Bestandteil, also das ist eine 60%ige Kokosmilch, setzt sich dann oben ab und dann dürft ihr nicht schütteln und schöpft es einfach weg und so bekommt ihr in diese Buttercreme einfach noch Kokosgeschmack mit rein. Mache ich jetzt zum ersten Mal, ich teste es jetzt einfach. Wichtig ist jetzt bei der Buttercreme nur, dass das Eiweiß mit dem Salz und Zucker verrührt und erwärmt wird.
Das könnt ihr entweder über einem warmen Wasserbad machen, also im Topf mit Wasser, darüber eine Schüssel und dann wirklich 10 Minuten lang über dem kochenden Wasserbad erwärmen. Oder in eine Küchenmaschine, stellt die auf 70 Grad ein und erwärmt es dort für 10 Minuten. So mache ich es jetzt, weil es schneller und einfacher geht. Hier also einfach die Zutaten reingeben. Dann wähle ich hier 70 Grad. Und lass auf etwa Stufe 3 bis 4 rühren. Bei 60 Grad schaltet sich die Maschine automatisch ab. Das ist so eine Sicherheitsfunktion. Und dann drücke ich hier einfach auf den Knopf, damit die Maschine weiß, da ist jemand da. Und dann schlägt es eben auch wieder auf Stufe 4 weiter. Und jetzt einfach hier drauf drücken. Und dann kommt die Geschwindigkeit wieder zurück. Die Masse erwärmt jetzt auf 70 Grad und wenn sie dann 70 Grad warm ist, ab dann zähle ich die 10 Minuten und dann schalte ich aber die Hitze ab. Das heißt, das ist auch der Moment, an dem ihr praktisch das Eiweiß vom Wasserbad runternehmt und dann muss es kalt gerührt werden. Das dauert dann auch nochmal so etwa 10, 15 bis 20 Minuten, je nach Außentemperatur. Und so lange hole ich Fondant, denn wir können gleich schon eine Deko herstellen. Während die Eiweißmasse jetzt noch kalt rührt, kann ich jetzt schon mal die Butter gemeinsam mit der Kokoscreme und dem Puderzucker richtig schön weißcremig rühren. Das dauert so etwa 5 bis 6 Minuten. Wenn die Eiweißmasse dann wieder kalt gerührt ist und die Buttermasse weich gerührt ist, werden beide Komponenten verbunden. Und diese Konsistenz bekommt ihr wirklich nur hin, wenn das Eiweiß schon wieder kalt gerührt ist und die Butter wirklich schön zimmerwarm war, flauschig, fluffig und schaumig gerührt wurde. Und jetzt habt ihr einfach die perfekte Buttercreme. It's like heaven. Tortenboden ist stabil, Junge. Und dann werden die Böden mit einer Tortensäge durchgeschnitten, so dünn, wie ihr sie haben möchtet. Ach, das passt perfekt. Ich habe sie gedrittelt. Ich wollte ja eigentlich noch diesen Fondantstrunk machen, aber ich kam noch nicht dazu. Denn ich habe mich dazu entschlossen, zwischendrin noch Pizza zu machen, damit wir was zu essen haben. Und dann muss halt der Strunk jetzt ein bisschen warten. Jetzt kann ich die Torte füllen. Ich fülle sie jetzt und stapel sie erstmal auf so einem Ganaschingboard. Dann kann ich sie nämlich auch wunderbar wegheben, damit es darauf jetzt nicht so sehr rutscht. Einfach zum Befestigen etwas Buttercreme. Dann den ersten Boden draufsetzen. Wenn ihr möchtet, könntet ihr die Böden jetzt auch gern nochmal mit Batida de Coco tränken. Aber sie sind auch so schon super saftig. Da gebe ich jetzt mein Ananas-Curd drauf. Wenn ihr das ein bisschen fester haben wollt, gebt ihr einfach ein bisschen mehr Butter dazu.
Denn die Butter, die bindet das Ganze ja auch und macht dann eben so streichfähig, cremig. Aber ich finde es so jetzt von der Konsistenz her echt gut. Ich streiche jetzt hier eine dünne Schicht eher drauf. Darüber eine dünne Schicht Buttercreme. Ich muss jetzt nur gucken, dass die nicht rutscht. Theoretisch könnt ihr auch beides verbinden. Dann kommt der nächste Boden drauf und so füllt ihr jetzt die gesamte Torte. Höhe passt. Und jetzt mache ich so, ich drehe es um und setze noch den anderen Deckel unten dran. Dann habe ich schon mal die zwei Rundungen. Yes. Das sah ein bisschen wackelig aus, ich weiß. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil sie noch so, wisst ihr was, ich kühle sie erst und dann setze ich den Boden dran. Denn die Creme muss erst einmal fest werden. Jetzt ist die Torte gekühlt. Ich habe sie übrigens noch mit dem Tortenring einfach ein bisschen stabilisiert. Vor allem trocknet sie dann auch nicht aus. Also ich lasse Torten eigentlich nie unabgedeckt im Kühlschrank, außer sie haben schon eine Fondantschicht. Jetzt kann ich die Torte auf den Kopf drehen. Yes. Da funktioniert es auch. Witzig. Da steht Sally in Spiegelschrift. Und hier mache ich es jetzt so, damit die Optik später auch passt, denn jetzt ist der Kuchen ja umgedreht. Jetzt kommt hier die Kokosbuttercreme, weil der kleine Monk in mir sagt, jetzt kann ich nicht andersrum machen. Es muss die gleiche Optik haben. Und dann nehme ich die Creme, die Ananascreme und die kommt hier hin. Tada! Hervorragend. Und zack. Und jetzt ist der Tag leider schon zu sehr fortgeschritten. Ich hätte heute noch gerne weitergemacht, aber wir haben heute so viel zwischenrein gemacht, dass es jetzt schon wieder 18.30 Uhr wurde. Tja. Deswegen packe ich die Torte jetzt ein. Und mach morgen weiter. Ist sicherer für uns alle. Und die restliche Buttercreme, die kommt in den Kühlschrank. Die nehme ich morgen dann kurz vorher raus. Dann kann ich sie nochmal verrühren und dann ist sie auch wieder geschmeidig. Heute ist der nächste Tag. Man sieht's, gell? Man sieht es, oder? Ich bin einen Tag älter geworden. Ihr aber auch. Josh, du aber auch. Ja. Aber wir haben uns alle jung gehalten. Jedenfalls ist die Torte noch in der Kühlung. Damit mache ich gleich weiter. Ich möchte jetzt aber zuerst einmal den Strunk der Ananas machen. Ich hoffe, das heißt auch Strunk. Ich denke schon. Dafür verwende ich grünen Fondant. Das ist eine Zuckerüberzugsmasse, die man eben ganz gerne zum Dekorieren von Torten verwendet. Und die ist aber schön weich. Das heißt, wenn ihr diese über die Torte legt, so wie ich es auch später machen werde mit dem gelben Fondant, dann bleibt sie weich und ist ja auch gut so, denn man möchte die Torte anschneiden und auch essen. Dann gibt es hier noch Blütenpaste und das ist die Paste, die bei Luft austrocknet. Das heißt, wenn ihr Blüten modelliert oder Figuren oder so wie ich jetzt den Strunk, der ja da oben auch schön stehen soll, dann verwendet ihr Blütenpaste. Und wenn ihr diese beiden zusammenmischt, entsteht Modelliermasse. Wenn ihr keine Blütenpaste habt, könnt ihr auch Zellulosepulver nehmen, also CMC nennt sich das dann. Und dann gebt ihr einfach pro 200, 250 Gramm Fondant ungefähr einen Teelöffel dazu. Und das bewirkt dann eben auch, dass die Masse schön aushärtet. Also so viel zur Theorie.
Denn wenn ihr jetzt nur den Fondant nehmt und den Strunk macht, dann biegen sich die Blätter nicht. Also die bleiben nicht so, sondern machen immer wuh. Und das wäre schade. Also das jetzt gut zusammenkneten. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, ich färbe es dann noch ein bisschen nach. Denn jetzt habe ich eher so ein Pastellgrün. Aber ich will sowieso zwei, drei Farben haben. Daher hole ich mir ganz kurz grüne Farbpaste. Also ich nehme noch ein bisschen Gelb und etwas Grün. Und ihr könnt eure Hände immer gerne mit Kokosfett ein bisschen einfetten. Dann ist das Kneten nämlich einfacher. Alles, was ihr nicht verwendet, einfach schön luftdicht verpacken, damit es nicht austrocknet. Und wenn ihr dann eure Wunschfarbe habt, also immer berücksichtigen, es wird immer noch ein bisschen dunkler, wenn es dann eben wieder kalt wird. Durch das Kneten wird es einfach ein bisschen heller und dann eben wieder dunkler beim Aushärten. Dann könnt ihr jetzt mit Bäckerstärke die Masse ausrollen. Bäckerstärke ist eine Stärke aus Kartoffeln und die klebt nicht. Und ihr seht auch ganz schön, sie ist so ganz fein und man kann sie später eben schön wieder wegpudern. Allzu dünn rolle ich das jetzt hier nicht aus, denn es kommt noch Struktur rein. Und guckt, die Bäckerstärke, die bekommt ihr ganz einfach wieder weg. Es klappt mit Puderzucker und mit Speisestärke nicht. Daher rate ich euch wirklich, Bäckerstärke zum Ausrollen zu benutzen. Und jetzt nehmt ihr entweder solche Ausstecher, die haben eigentlich eine schöne Form, erinnert auch wirklich an dieses Ananasblatt oben. Oder ihr nehmt ein Marzipanmesser, also ein stumpfes Messer und könnt euch einfach hier diese Form ausschneiden. Ich gucke jetzt einfach mal, die sind schon recht klein, aber ich brauche kleine und große. Vielleicht schneide ich ein paar noch händisch dann aus. Ihr könnt sogar das hier noch so eindrücken. Aber ich mache gleich noch Struktur rein auf jeden Fall. Guck mal, jetzt habe ich große und kleine Blätter. Und schneide jetzt hier einfach noch welche mit Hilfe des Blatts aus. Zack. Und zack. Jetzt könnt ihr die Blätter noch strukturieren, zum Beispiel mit so einem stumpfen Werkzeug. Einfach so ein paar Streifen reinziehen, dass das Ganze einfach lebendiger wird. Immer so in die eine Richtung, also zur Spitze hin. So, und dann werde ich, glaube ich, die Blätter nach oben hin so ein bisschen ausdünnen. Ja, das sieht gut aus. Nach oben hin ausdünnen. Dann überlege ich, guck dir die Ananas an, da müssen sie sich so biegen. Ich glaube, dann lege ich sie einfach ein bisschen über den Ausrollstab. Und lasse sie so ein bisschen antrocknen. Ja, das ist gut. Ich habe die Blätter von der Vorder- und Rückseite strukturiert, damit man eben von beiden Seiten die Struktur hat. Und jetzt fange ich an, diesen Strunk zu formen. Ich nehme jetzt erstmal die großen Blätter. Ich habe mir die auch so ein bisschen sortiert. Dann werden sie in der Mitte, ja, eigentlich fast so zusammengeknickt. Da kommt etwas essbarer Kleber rein, aber nur hier unten. Und ich nehme jetzt einfach das zum Stabilisieren. Also dann versuche ich die jetzt auch so halb zu überlappen. Also das in der Mitte lasse ich so und dann glaube ich, doch, das wird ganz cool, mache ich das so und dann setze ich da wieder so das halbe dran. Das ist schon mal das Innenleben und es ist noch zu weich. Ich glaube, ich muss sie antrocknen lassen.
Ja. Ja, bei den Kleinen klappt es gut, die stehen auch. Aber die Großen, die muss man schon ein bisschen antrocknen lassen. Ja, ja, ja. Ja. Ich lasse sie noch antrocknen. Und dann kleben wir sie zusammen. Aber die Kleinen, die biege ich schon mal so ein bisschen hin. Und die Großen, die lege ich mir auch so irgendwo drüber mit diesem Knick unten und der Biegung hier oben nach außen. Und wenn sie dann ein bisschen angetrocknet sind, dann lassen sie sich auch kleben. Ich habe jetzt noch ein Stück Blütenpaste einfach ausgerollt. Ich steche jetzt einfach noch ein paar Blüten aus. Ich weiß nicht, ob ich sie später benutze, aber ich glaube, es könnte ganz süß aussehen. Und damit die sich jetzt schön formen, also normalerweise würde ich sie jetzt noch mit einem Balltool ausdünnen, dass sie so ein bisschen realistischer aussehen. Aber ich finde, dieser Kawaii-Style lebt ja davon, dass es so comic-mäßig aussieht. Und jetzt lege ich das hier einfach in so Eierschalen rein. Die wurden mal, ich glaube, in meinem Kühlschrank mitgeliefert und ich lege da meine Eier nie rein. Ah nee, das sind Eiswürfelbehälter. Genau, weil das hat so einen Deckel. Und ich mache darin aber keine Eiswürfel, also benutze ich es dafür. Und dann haben sie eine schöne Rundung. Also wenn ihr mit einem Balltool hier in der Mitte diese Rundung einfach noch so ein bisschen vertieft, dann habt ihr so in sich gewellte Blätter. Also gar nicht so den Rand ausdünnen, sondern einfach die Blätter in sich wellen. Kann man nie genug haben. Und dann lasse ich die Blüten einfach trocknen. Die werden später noch schön bepudert mit etwas Lebensmittelfarbe. Und dann kann ich eigentlich schon mit der Torte weitermachen. Weiter geht's mit der Torte. Sie hat ja im Prinzip fast schon die perfekte Form. Ich denke, unten kann ich noch ein bisschen eine Rundung reinschneiden. So. Dass sie unten eben nicht so flach runtergeht, sondern leicht abgerundet. Also einfach so ein kleines Messer ansetzen, hier unten diese Ecke wegnehmen. Ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Optik des Kuchens. Oder Josh? Das war jetzt wirklich ein minimaler Schritt, aber der macht es dann aus. Das ist so das Detail. Ja, ich kann ja mal gucken. Ich streiche es jetzt erstmal ein und dann schaue ich einfach, ob ich hier die Form so lasse oder nochmal nachschneide. Ich nehme jetzt hier ein bisschen von der Buttercreme und ihr könnt die Torte jetzt entweder komplett mit der Buttercreme einstreichen, denn die ist ja fondanttauglich. Also da muss man einfach darauf achten, dass der Fondant nicht in Berührung mit Sahnecreme zum Beispiel kommt oder die deutsche Buttercreme mit Pudding, die funktioniert auch nicht. Es ist einfach zu viel Flüssigkeit und Feuchtigkeit drin. Diese Buttercreme funktioniert oder auch die französische oder auch Ganache. Und ich guck mal, heute wird es nämlich ein sehr warmer Tag und da finde ich es oftmals einfach besser, wenn außen noch eine Schicht Ganache drum ist. Die schmilzt nämlich nicht so schnell wie Butter und dann ist das Verarbeiten immer einfacher. Dann habe ich jetzt hier schon mal die erste Schicht. Die bindet jetzt einfach diese Kuchenkrümel, dass da nichts mehr krümelt und ich später eine glatte Oberfläche habe, beziehungsweise einen Untergrund für den Fondant. Die Torte stelle ich jetzt nochmal in den Kühlschrank für etwa 10 bis 20 Minuten. Kann in der Zwischenzeit aufräumen, vielleicht sogar schon den Strunk weitermachen. Und ich werde aber später wirklich noch ein bisschen Ganache nehmen. Ich habe noch weiße Ganache eingefroren, die taue ich ganz kurz auf. Ansonsten könnt ihr eine weiße Ganache selbst herstellen. Da gibt es bereits ein Grundrezept bei mir. Schaut mal, jetzt sind die Blätter schön angetrocknet.
Nehmt euch wirklich auch die Zeit, denn ich habe meine jetzt auch nochmal frisch gemacht. Und jetzt kann ich sie zusammenkleben. Die großen nach innen. Und dann wieder Kleber auf eine Seite. Und immer die eine Hälfte an die andere dran kleben. Und dann schließt sich so der innere Kreis. Nach außen hin werden dann die Blätter immer kleiner. Aber oben hänge ich noch auch ein paar kleine rein. Denn die wachsen ja so. Keine Ahnung, wie die Ananas das macht, aber sie wächst. Sie wächst einfach. Und einfach beim Kleben darauf achten, dass die Blätter so ein bisschen überlappen. Aber ich glaube, ich muss den inneren Kreis jetzt erstmal stabil kleben. Stabil, Junge. Murats Teeglas ist das perfekte Ananasstrunkglas. Ja, ich lasse das jetzt richtig gut trocknen. Diese Blätter, da macht es ja nichts, wenn die komplett durchtrocknen. Die kann ich später einfach noch ankleben. Passt gut. Aber so der innere Part, der muss jetzt schon gut trocknen. Jetzt könnt ihr die Blätter euch noch so hinlegen, wie ihr sie braucht, und lasst es jetzt stehen. Ja, so wird's. So ist sie gut. Und wie gesagt, habe ich hier meine Ganache einfach aufgetaut in einem Topf bei sehr niedriger Hitze. Und ich nehme sie jetzt erst einmal so weich, wie sie ist, damit ich hier auch einmal eine Basis habe. Das erinnert mich gerade richtig ans Töpfern. Und ich würde so gerne mal töpfern. Habt ihr eine Töpferwerkstatt? Also kennt ihr vielleicht jemanden aus dem Kreis Karlsruhe, Mannheim oder Heidelberg? Dann meldet euch! Denn ich habe was gefunden, aber da war früher eine und jetzt töpfern sie. Also da gibt es halt keine Kurse mehr, sondern die Töpfer nur noch auf Anfrage, glaube ich. Aber ich würde so gerne mal töpfern. Okay. Also die Ganache wird jetzt hier fest. Ich stelle die Torte nochmal kühl. Diese Ganache stelle ich auch ganz kurz kühl, damit sie so ein bisschen streichfähiger wird. Und dann werde ich die Torte einfach einmal komplett glätten. Und nehme dazu auch eine Teigkarte, damit auch der Rand schön flach wird. Sobald die Ganache die perfekte Konsistenz erreicht hat, könnt ihr mit so einer flexiblen Teigkarte wirklich richtig schön die Oberfläche glätten, in nur ganz wenigen Arbeitsschritten. Dann kann man sie so ein bisschen zusammendrücken und hier unten und oben die Rundungen glätten. Das ist echt wie beim Töpfern. So kann ich mit der Torte leben. Also sie ist jetzt schön glatt. Muss jetzt auch nicht komplett perfekt sein. Die kommt jetzt so in den Kühlschrank, darf durchkühlen und dann kommt da nämlich die Fondantdecke drauf. Und vielleicht kann ich wieder am Strunk weiterarbeiten. So kann es in der gewünschten Form schön durchtrocknen. Da ist auch echt ratsam, wenn ihr das macht, bevor ihr die Torte macht. Denn je nach Außentemperatur und Feuchtigkeit trocknet es mal besser, mal langsamer. Und wenn ihr das einfach schon vorbereitet habt, das kann auch gern 2-3 Tage vorher schon sein, dann habt ihr einfach den Strunk schon mal sicher. Und habt nicht den Stress wie ich jetzt, dass es am gleichen Tag noch durchtrocknen muss. Wisst ihr was? Ich beschleunige den Trocknungsvorgang. Ich trockne zum ersten Mal Fondant im Dörrautomaten. Müsste eigentlich gehen. Ich kann ja die Temperatur ganz präzise niedrig einstellen. Und dann müsste es klappen.
Jetzt ist die Ananas dran. Ich habe jetzt hier 3 Päckchen gelben Fondant. Und weil mir der Fondant zu gelb ist, für die Ananas zumindest, mische ich hier jetzt noch ein bisschen Weiß rein. Ich gucke jetzt mal, dass es so ein bisschen pastelliger wird. Und später wird es dann auch noch schattiert mit Grün, damit ich einfach noch so einen grünen Farbverlauf habe. Und die Farben, die lassen sich halt echt gut mischen untereinander. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Und jetzt wird diese Decke auch ausgerollt. Und wenn ihr das nicht ganz gleichmäßig hinbekommt, könnt ihr zum Beispiel den Ausrollstab nehmen und entweder Teighölzer benutzen oder einfach diese Abstandsringe mit 5 oder 3 mm, je nachdem, wie dünn ihr das haben wollt. Denn dann habt ihr eine schöne, gleichmäßig dicke Rollfondantdecke. Wenn ihr durch das Kneten so kleine Luftbläschen habt, könnt ihr die einfach mit dem Messer aufstechen. Ganz vorsichtig die Luft rausstreichen und nochmal drüber rollen, dann sieht man da keine Rückstände mehr. Jetzt kommt die Fondantdecke über die Torte. Die sprühe ich jetzt kurz mit Backtrennspray ein, damit die Oberfläche nicht so trocken ist und der Fondant eben auch schön haftet. Wisst ihr, warum ich eine Zahnbürste habe? Also hier in der Küche. Sie ist auch wirklich nur dafür gedacht. Ich nehme jetzt nämlich die Bäckerstärke noch weg und dann einfach hier drüber legen. Und der Fondant, der ist auch wirklich schön elastisch. Der ist mit Scherbutter. Deswegen reißt er nicht so schnell. Oder halt eigentlich fast gar nicht. Und deswegen könnt ihr den auch ruhig so ein bisschen ziehen und jetzt hier mit den Händen flach andrücken. Die eine Hand nimmt immer die Fondantdecke und drückt sie weg oder zieht sie weg. Und die andere Hand drückt sozusagen die Luft unten drunter weg. Und dann schmiegt sich das schön an, ohne Falten. Und gerade bei so Rundungen unten ist echt schwierig. Aber es klappt. Jetzt könnte man noch ein Minion draus machen. Die Reste erstmal grob wegschneiden. Mit so einem Marzipan-Fondantmesser. Und das könnt ihr auch alles wunderbar aufheben. Einfach nur luftdicht verpacken und dann ist es wirklich mehrere Monate haltbar. Jetzt erstmal die Oberfläche so ein bisschen glätten, die Rundungen schön ausarbeiten. Jetzt habe ich mir hier eine Theke gebaut, beziehungsweise eine Erhöhung. Und die Ananasform finde ich so jetzt ganz gut. Ich mache ja diese Kawaii-Form, also wenn ihr eine richtig echte Ananas machen wollt, muss sie natürlich etwas höher sein und dafür schlanker, so wie die Ananas da hinten eben. Aber das wäre ja langweilig. Jetzt kommen hier so Rautenmuster rein und die könnt ihr entweder mit so einem Marzipanmesser zum Beispiel oder mit Modellierwerkzeug einprägen. Ich habe jetzt hier tatsächlich in meiner Schublade so ein Hilfsmittel gefunden mit Rauten dran und probiere das jetzt aus. Und wenn es gut ist, dann nehme ich es in mein Repertoire auf. Und dann so von links nach rechts einmal durch. Super. Das kann man ja auch prima benutzen, wenn man so Steppleder macht. Oder so ein Kissen oder Polster für so eine Prinzessinnen-Torte. Also ich glaube Rauten oder wie heißt es in Bayern? Oktoberfest. Stimmt. Direkt so ein Multitool. Von der Ananas zum Oktoberfest, wer hätte es gedacht? Josh, hättest du es gedacht? Ich bin fasziniert. Und hier unten fahrt ihr dann einfach mit so einem Modellierwerkzeug die Linien bis nach unten durch, bis zur Rundung. Und dann wird es, glaube ich, perfekt. Also ich finde, den Abschluss kann man hier oben entweder so lassen oder einfach noch weiter in die Mitte ziehen. Das heißt, man macht einfach so ein Muster. Ich probiere es jetzt mal weitestgehend gleichmäßig.
Es ist so traurig. Ich mache eine Sommertorte und dann sieht das Wetter so aus. Ich habe auch schon im Winter eine Fondant-Torte gemacht und dann war die Sonne irgendwie wieder so heiß, da waren wieder fast 30 Grad in meiner Küche. Ja, noch eine zweite Runde oder lasse ich so? Eigentlich sieht es so schon recht perfekt aus. Ich muss sagen, ich lasse es so, weil der Strunk kommt ja noch. Perfekt. Was ich jetzt noch mache, um das Ganze lebendiger zu machen, also ich finde es so schon echt ziemlich cool, aber wie gesagt, will ich ja noch diese grüne Optik reinbringen, die die Ananas hat. Nicht zu stark, dass sie auch wirklich noch diesen Kawaii-Charakter hat. Deswegen nehme ich ein bisschen Pulverfarbe in hellgrün, bisschen dunkelgrün, ein wenig orange und ein wenig gelb. Und dann einfach mit einem trockenen Pinsel in die Farbe rein. Da muss man sich jetzt so ein bisschen ausprobieren. Und dann hier einfach diese Linien nachfahren. Wie gesagt, oben mehr grün und unten dann eher gelb lassen. Das ist so, wo meine BK-Lehrerin meinte, mit der Kunst bringst du es nicht weiter. Nicht weiter als im Kindergarten. Und dann komme ich und schaut hier. Guckt mal, so sieht jetzt der Ananasstrunk aus, richtig schön getrocknet. Und jetzt könnt ihr auch hier Pulverfarbe nehmen und einfach so ein bisschen schattieren. Ich finde, das macht das Ganze dann echt so ein bisschen lebendiger und schöner, weil sich die Pulverfarbe auch so ein bisschen in die Rillen reinsetzt und diese Vertiefungen verdunkelt. Guckt mal. Also ich finde, das macht schon immer so den Unterschied, warum dann Torten nicht einfach nur langweilig aussehen, sondern so richtig. Das ist das i-Tüpfelchen der Tortenkunst. So, der kommt kurz zur Seite. Und dann kann ich meine Blüten auch schattieren bzw. färben. Die haben jetzt noch gar keine Färbung, aber ich muss mir erst die Hände waschen, sonst werden sie grün. Wir essen übrigens hier gerade die Reste des Bolo-Tsunami-Kuchens. Ich hatte noch so viel Bolo-Tsunami-Soße übrig, dass wir uns seit 5 Tagen von nichts anderem mehr ernähren. Okay, Bolo-Tsunami und Gemüse. Schaut echt so. Ein bisschen Verstärkung für den Tag, wisst ihr? Oh, wow, ich nasche im Video. Das hast du noch nie gemacht. Das habe ich echt noch nie gemacht. Guck mal, hier nehme ich so ein bisschen rosa. Ich hätte es auch einfach direkt rosa machen können. Na egal, jetzt habe ich einen schönen Farbverlauf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch Zuckerperlen reinsetzen. Einfach mit essbarem Kleber. Dann ist die Blume perfekt. Ui, das war viel Kleber. Und jetzt habe ich noch was vorbereitet, denn meine Ananas bekommt jetzt, ich fühle mich wie so ein Fernsehkoch, meine Ananas bekommt jetzt noch ein Gesicht. Da ist sie wieder, die Zahnbürste. Und dafür steche ich jetzt erstmal 2 Augen aus. Ich nehme jetzt hier so eine Spritztülle ganz einfach, weil ich jetzt keine runden, kleinen Ausstecher habe. Zeit für ein Löffelchen voll. Josh, tu so, als würden wir arbeiten. Jetzt mache ich noch einen kleinen Mund und nehme die Spritztülle einmal so
Und dann so. Jetzt ist er traurig, aber jetzt ist er glücklich. Oh, war das süß. Wow, wir können die Torte zusammensetzen. Ich glaube, es fast nicht. Ah, ich steche jetzt noch. Oder mache ich es mit Zuckerschrift? Ich mache es mit Zuckerschrift. Ich guck mal. Ich probiere es aus, denn die Lichtpunkte muss ich noch machen. Jetzt geht's ans Zusammensetzen der Torte. Also hier der Strunk. Aber der steht hier oben nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt tatsächlich was ausstechen und ihn dann da reinsetzen. Wie sieht's aus? So steht er nämlich auch, so von ganz alleine. Süß! Und bei dem Kawaii-Stil, also diese süße, niedliche Art des Zeichnens, ist ganz wichtig, dass das Gesicht süß wird. Und ein Gesicht sieht immer süß aus, wenn die Augen ganz groß sind, wenn die Stirn hoch ist, wie bei einem Baby oder bei süßen Hundewelpen. Das heißt, die Stirn muss hoch sein, also hier, und das Gesicht eher so gedrückt auf dem Part. So ein Quietsche, so ein süßes Knuddelgesicht. Also werde ich die Augen auch eher weiter unten ansetzen. Ich muss jetzt nur kurz zu mir drehen und habe jetzt hier meinen Kleber in einem Schälchen und trage es mit dem Pinsel auf. Und hier steche ich jetzt noch rosa Pausbäckchen aus und klebe die noch an den Mund. Mit weißer Zuckerschrift male ich jetzt hier noch die Lichtpunkte an die Augen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch die Blümchen dran setzen. Dann ist es ein Mädchen. Ist sie nicht süß, die kleine Pina Colada? Okay, ich würde sagen, ich suche jetzt jemanden, der die Torte probieren kann. Und ja, es tut mir schon manchmal weh, die Torten anzuschneiden. Gerade so, wenn sie so fertiggestellt sind und ich so absolut keinen Anlass dafür habe. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der sich über eine Geburtstagstorte gefreut hätte, wäre es mir tausendmal lieber. Aber jetzt haben wir keinen Geburtstag. Egal, machen wir halt kurz eine Hawaii-Party hier. Josh, machen wir eine Hawaii-Party? Ja! Ja! Es regnet. Es regnet. Na toll. Ach Mensch, wurde nichts draus aus unserer Hawaii-Party. Wenn ich so Hawaii sage, denke ich an den Hawaii-Toast. Das ist der Hawaii-Toast. Das ist die Pina Colada. Wollt ihr jetzt echt einen Pizzateller? Ja. Also ein Pizzablech? Ich habe jetzt gerade keinen Teller, weil die Spülmaschine läuft. So, Pina Colada wow. Erinnert mich natürlich an einen Cocktail. Ja. Ganz berühmter Cocktail übrigens. Sieht schön aus, ne? Und ist Ananas, was ist da drin? Ananas, klar, Pina Colada und Kokos. Und Kokos, genau. Pina Colada. Oh, eigentlich hätte ich, ach Mensch. Ich hätte so die Ananas und dann noch die Kokos machen ja, müssen. Ohne Witz hätte ich echt machen müssen. Ohne Witz. Und so eine haarige, weißt du. Was heißt das jetzt?
So. Und? Ich bin gespannt. Also was ich echt sagen muss, ich mag Fondant-Torten, denn der Fondant, der hält ja praktisch so den ganzen Geschmack, die ganzen Aromen und auch die Feuchtigkeit in der Torte. Ja. Also wie so ein Schutzmantel. Mhm. Und dann trocknet die Torte nicht aus. Mhm. Und es gibt ja so einen Vorteil, dass Fondant-Torten nicht gut schmecken. Die schmeckt echt Hammer. Ohne Witz. Und zwar wisst ihr, wie die schmeckt? Kennt ihr, ich darf jetzt diese Schleichwerbung nicht machen, aber ich muss jetzt... Pina Colada? Nein, iss mal ganz kurz, du kommst schon auch drauf. An was erinnert dich das? Kinderparadiso. Mhm. Ja? Kinderparadiso schmeckt es. Mm. Ja. Oh, Hammer. Ich muss sagen, ich habe echt so ein Verhältnis von Kuchen und Creme gewählt. Eher weniger Creme, mehr Kuchen. Aber man kann die Cremeschicht deutlich noch erhöhen auch. Also ich finde es so perfekt, weil es ist nicht mächtig. Also die ist wie so ein Marmorkuchen mit so ein bisschen Füllung. Mhm. Wenn ihr das Ganze eher tortiger haben wollt, könnt ihr auch gerne noch mehr Creme nehmen. Aber ich finde es so perfekt. Mhm. Und ich habe hier innen drin so ein Ananas-Curd gemacht, weißt du, so statt Lemon-Curd. Mhm. Und es ist auch echt. Du kannst auch deine Hand benutzen zum Festhalten. Dann dreht sich das Blech nicht immer weg. Mhm. Ich finde es echt perfekt. Also auch die Buttercreme so ganz dünn und das Ananas-Curd. Und es gibt ja manche Menschen, die den Fondant nicht essen, aber hier dazu, Hammer. Wirklich. Weil die Pina Colada, die ist eher so fruchtig, frisch oder die Ananas und dann noch die Süße von dem Fondant, richtig lecker. Und ich habe auch das Ananas-Curd nicht so süß gemacht und die Buttercreme habe ich auch Zucker reduziert. Also ich finde auch, man kann den Fondant auf jeden Fall mitessen. Ob Fondant oder Fondant. Ist die Ananas-Curd genauso gemacht wie die Lemon-Curd? Mhm. Boah, bitte, das als Brotaufstrich allein. Warte, ich hol's dir kurz. Allein schon das als Brotaufstrich. Das Lemon-Curd, das haben ja voll viele als Brotaufstrich gemacht, aber dieses Ananas-Curd will ich mal ganz kurz probieren. Das habe ich auch so noch nirgends gesehen. Ja. Das könnte ich mal als Rezept selber machen. Und hast du hier drin? Ich habe es als Rezept selber gemacht im Video. Also, es hat ja mehrere Rezepte. Und dieses Ananas-Curd, das ist bestimmt richtig lecker. Warte, ich bring's dir. Mein Gott, du bist ja auch für nichts zu schade, gell? Oh mein Gott, wie süß ist das bitte. Das ist immer cool. Komm, also, und vor allem, wenn du in den Kühlschrank guckst und dann guck dich so ein lachendes Glas an. Das ist wirklich voll lustig, wenn ihr ein Hotel habt. Wir haben übrigens voll viele Zuschauer, die ein Hotel haben. Ich habe so viele Freunde, die ein Hotel haben. Ja. Das am Tisch so richtig süß, voll oder? Süß, ja. Boah, darf ich ganz kurz? Ja. Boah, ich liebe ja Lemon Curd über alles. Haben wir so ein Bild gemacht, Samira? Mit dem Deckel, mit der Ananas drauf? Ja. Mega, ne? Und so ist auch die Konsistenz jetzt auch, ne? Abgekühlt. Boah, da hast du aber auch hast du da überhaupt Zucker reingemacht? Nee, ganz wenig. Wirklich. Ehrlich? Weil ich wusste, für die Torte muss es so ehrlich sein. Jetzt mal ungelogen, das könnte auch ein Joghurt sein, weißt du das? Das könnte auch. Geht's nicht mit deinem Löffel nochmal rein? Ach so, tut mir leid. Oh, ich esse es jetzt einfach noch. Tut mir leid. Oh, okay. So ein. Weißt du aber, was es auch sein könnte? Na? Ich finde, geschmacklich erinnert es an Apfelmus. Mhm. Mhm. Gell? Mhm. Da ist echt kein Zucker drin. Ganz wenig. Wenig. Okay. Echt wenig. Also, Murat feiert das Ananas-Curd. Er feiert auch die Torte, hoffe ich doch. Boah, ist das cool. Feierst du auch meine Torte? Hammer. Ist die Torte stabil? Du bist stabil. Deutschland ist stabil. Du bist stabil. Pina Colada ist stabil, Junge. Pina Colada ist stabil. Also mach die Torte doch gerne nach. Ich glaube wirklich, dass viele sich über diese Torte als Geburtstagsgeschenk freuen würden. Boah, ist das cool. Übrigens backt für mich niemand eine Geburtstagstorte. Warum? Weiß nicht. Ja, ich back die mal ein. Danke. Das war ein Seitenwink. Yay! Ja. Also viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir gerne, welche Torte ihr als nächstes sehen wollt. Vielleicht tatsächlich eine Lego-Torte oder eine Minions-Torte. Wir haben vorhin, weißt du, da war das so gelb und dann haben wir gedacht, das sieht aus wie Lego und Minions. Ich habe gleich an Minions gedacht, Josh an Lego und Samira auch an Lego. Die kam auch rein. Ja, also Tortenwünsche gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Hallo. Ciao. Ist echt der Hammer. Das schmeckt wie Paradieso. Ja, Paradieso. Wegen der Buttercreme einfach und dieses locker leichte. Okay, Creme könnt ihr noch ein bisschen mehr machen. Also tschüss, macht's gut. Tschüss. Ich schreibe es ins Rezept rein, weil ich habe auch noch Creme übrig. Ich schreibe rein 5 mm Creme. Tschüss. Hammer, echt.
Ich muss ja diesmal gar nicht lügen. Komm, Pina, du kommst wieder in meinen Kühlschrank. Mhm.